Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge This Land is My Land. Wir sind auf dem Weg in das Vorrhein, wo wir beim letzten Mal gescheitert sind. Ich muss mich jetzt nur gerade orientieren. Ich habe nämlich das Problem, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel verloren gegangen, dass wir beim letzten Mal, beziehungsweise ich beim letzten Mal, ich hätte das eigentlich schon mal aufgenommen, den Neuanfang oder den neuen Versuch. Das Problem ist nur, dass mir dann das Spiel abgestürzt ist und ich dann plötzlich mitten im Getümmel mehr oder weniger wieder rausgekommen bin. Ich speichern konnte gar nichts. Und deswegen muss ich jetzt den Anlauf nochmal probieren. Der Plan ist aber immer noch dasselbe. Wir wollen uns hier erst einmal weiter ausrüsten. Zum einen mit Tee, Infusion haben wir ja noch. Ich nehme jetzt mal 3, das könnte vielleicht reichen, dass wir wieder voll sind. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir eine Schnellreise machen oder ob wir zu Fuß laufen sollen. Standpfeile haben wir jedenfalls 33, das könnte noch eine Weile reichen. Huch, so nah wollte ich gar nicht dran. Die Frage ist, wie schaut es in den anderen Camps aus? Das hier hatten wir ja schon aufgerüstet. Die hier brauchen noch Rope und Wood, bevor sie aufrüsten können. Da haben wir aber hoffentlich entsprechend schon den Auftrag gestartet. Beziehungsweise die Leute unterwegs. Das sollte an sich passen. Und die sammeln soweit auch noch. Das ist alles in Ordnung. Da haben wir einen Outpost. Ja, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, aber ich würde fast sagen, wenn wir jetzt hier eine Schnellreise hinmachen, vergehen 8 Stunden, ohne dass wir irgendwas machen können. Und wir können dann da eh nicht speichern, weil es zu nah am Fort dran ist. Das heißt, ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal zu Fuß. Schauen wir, wie weit wir kommen. Vielleicht können wir nämlich in der Zwischenzeit hier auch, da war noch irgendwo, ich glaube, hier sieht man es sogar ganz schwach, ein Holzfällerlager. Vielleicht können wir das ja auch mit ausschalten. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, jetzt wird es nämlich eh gerade dunkel. Und bevor wir dann im Hellen ankommen, wenn wir jetzt Schnellreise machen, dann bringt uns das auch nicht weiter. Jetzt kann ich natürlich wieder mal Glück haben, ich meine, wir kennen das ja, ich bin ja Spezialist für sowas. Dass dann plötzlich hier irgendwie Wolfgebiet oder weiß der Kuckuck was ist und wir dann da mal wieder frisch, nicht frisch, sondern fesch aufgefressen werden. Na, schau, da ist doch schon. Da wäre noch. Eieiei, das wäre natürlich auch reizvoll. Das mit den Wölfen gefällt mir allerdings gar nicht. Ich glaube, ich setze jetzt mal ganz vorsichtig da so einen Marker grob. Und hoffe, wenn wir da oben lang gehen, dass wir es diesmal ohne Wölfe schaffen. Ansonsten wird das wahrscheinlich wieder eine peinliche kurze Folge mit aufgefressen am Schluss. Aber
Aber naja, ich habe ja nie gesagt, dass es leicht ist hier. Und wir wollen ja nichts unversucht lassen, wenn das mehr Aussicht auf Erfolg verspricht. Dass wir hier erst unsere Gefangenen befreien. Dann würde ich mal sagen, warum nicht? Wobei das Camp natürlich schon. Da hätten wir noch so ein Holzfällerlager. Ich bin so unentschlossen heute. Vielleicht ist das doch ungefährlicher. Boah, habe ich mir jetzt erschrocken. Aber es war zum Glück nur ein Pferd. Die schmeißen uns bestenfalls ab, aber die fressen uns wenigstens nicht gleich auf. So, dann wären wir jetzt hier an der Straße. Und sollten irgendwo dort vorne hinter den Hügeln dann das Holzfällerlager haben. Hoffe ich zumindest. Weil von hier könnte man sich tatsächlich schick anschleichen. Und mit ein bisschen Glück sind die eh nur zu zweit und gerade am Schnorcheln. Okay, da haben wir auf jeden Fall einen. Und da haben wir einen zweiten. Die stehen jetzt gerade so. Okay, der strullert hier schön. Das könnte ihm zum Verhängnis werden. Den zweiten weg. In der Hoffnung, dass das jetzt alle waren. Ih, der strullert immer noch. Igitigit. So ein Ferkel. Na, dann mach doch mal die Biege, Kumpel. Der hat sich wenigstens nicht angeferkelt, den können wir in Ruhe looten. Da schickt man dann einfach wieder unsere Krieger her. Ich möchte jetzt trotzdem schauen, was es hier so gibt. Ich bleibe aber für den Moment noch geduckt. Oh, da ist ja noch einer.
Boah, das war aber Dusel. Gott sei Dank war ich hier rum am Schleichen. Und Gott sei Dank hatte die einen Druck auf der Blase. Oder war das nur ein Anzeigefehler? Bin gerade verwirrt. Er hat auf jeden Fall zwei Pfeile, also habe ich wohl schon mal auf den geschossen. Wir entsorgen den einfach mal die Felswand hinab. Na gut, vielleicht nicht ganz die Felswand hinab. Was allerdings ein bisschen schlecht ist, weil wenn man den jetzt hier nicht wegbekommen, dann wird uns das Camp wahrscheinlich nicht als geleert durchgehen. Oder es gibt halt hier tatsächlich noch irgendwo einen. Das wäre natürlich fatal. Aber sehen tue ich ehrlich gesagt gerade niemanden. Okay. Wie schaut es hier auf der Karte aus? Ne, also dass wir schon wieder verdammt nah an dem Wolf sind, an dem wir gar nicht hinwollen. Schade, wenn das jetzt hier nicht als gesäubert durchgeht. Was mache ich denn dann? Jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr genau, wo ich den guten Mann hingeschmissen habe. Ich glaube hier irgendwo. Da liegt er rum, aber ich kann nichts mit ihm machen, außer ihn hochzuheben. Dann heben wir ihn halt nochmal hoch und tragen ihn. Oh. Ganz dumme Idee. Ja, wollen wir den Wolf füttern? Das ist nicht schön, ich weiß nicht, was ich damit gerade anstellen soll. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, schleichen wir zurück zu dem Außenposten, schauen, ob wir da speichern können. Und versuchen dann einfach nochmal einen Anlauf. Oder sterben einfach an dem Wolf. Der mal wieder völlig schneller ist als wir und OP und hast du nicht gesehen. Und natürlich auch zu zweit.
Nein, zu dritt. Ich hasse Wölfe. Aber mit ein bisschen Glück, ich habe da gerade noch eine Meldung gesehen, haben wir wenigstens das Holzfällercamp gesäubert. Ach, verdammt. Also die Wölfe, tut mir leid, kann ich mich nicht mit anfreunden. Ich schaue mal gerade hier auf die Karte. Gut, wir sind da rausgekommen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es gesäubert registriert wurde. Ach nee, wir sind hier rausgekommen. Naja, Versuch war es wert. Die Wölfe, ich weiß nicht, was ich gegen die tun soll. Falls irgendjemand eine schlaue Idee hat, was man gegen Wölfe anstellt, gerne in die Kommentare. Mit ein bisschen Glück haben wir wieder ein Camp ausgeräumt und beim nächsten Mal versuchen wir es dann vielleicht doch lieber mit der Schnellreise. Ich sag bis dahin wie immer, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.